Ganz oft ist es so, dass die anderen noch so ein bisschen rumwuseln, wenn wir da im Gang stehen. Dann stelle ich mich ein bisschen abseits, gehe nochmal in mich. Und wenn wir dann auf die Platte gehen, dann geht richtig die Post ab und dann freue ich mich, dass es endlich losgeht. Wir haben einen großen Kampfgeist in der Truppe. Jede steht für jeden ein und wir wollen immer gewinnen. Kurz bevor man abläuft oder auch während des Einlaufens steigt die Anspannung im Körper und man ist aufgeregt und man will dann endlich, dass das Spiel beginnt. Jede Torhüterin hat den Anspruch, natürlich so wenig Bälle wie möglich zu kassieren. Und jeder Ball, der reingeht, ärgert mich einfach. Innerlich versuche ich mich einfach immer top zu motivieren und einfach den Fokus voll aufs Spiel zu setzen. Und damit ich einfach weiß, dass das im Moment einfach das Wichtigste ist. Der Kampfgeist in so einer Mannschaft ist einfach super wichtig, weil jeder für dasselbe Ziel kämpft und alles reingibt, dass man das auch gemeinsam erreichen kann. Ja, die Mädels sind hoch motiviert, sie bereiten sich besonders konzentriert auf ihre Spiele vor. Und entscheidend für mich ist auch, dass sie bis zum Schluss kämpfen. Warum jeder zu unseren Spielen kommen sollte? Das ist ein Geben und Nehmen, wenn die Halle gut gefüllt ist. Die pushen uns, die Fans, und wir legen nochmal 20-30% zu und geben das mit unserem guten Spiel den Zuschauern wieder. Jeder, der Handball auf super hohem Niveau sehen will, sollte zu uns in die Halle kommen. Wir wollen als Truppe, dass wir alle Spaß haben. Die Zuschauer sollen das sehen, ja, sollen mitgerissen werden mit unseren Aktionen. Hier ist einfach eine Hammeratmosphäre und jeder sollte die mal miterlebt haben. Handball ist eine geile Sportart und wenn die Smeed Arena voll ist, dann habe ich Gänsehaut, dann bekommt jeder Zuschauer Gänsehaut und die Mädels, die sind dann so motiviert, dass sie das mit guten Leistungen zurückzahlen.